Angesichts der weltweit meistbeachteten Wahlen richten sich alle Augen auf die beiden Kandidaten. Und natürlich wird viel darüber spekuliert, wer als Sieger hervorgehen wird. Propheten und Visionäre haben Donald Trump als Gewinner vorhergesagt. Doch werden sich diese Prophezeiungen erfüllen? Oder sind sie vielleicht Teil der medialen Strategie dieses auffälligen Kandidaten? Unbestreitbar ist, dass einige Vorhersagen bereits eingetroffen sind, wie die des Brandon Biggs, der behauptet, dass Gott durch ihn sprach. In einem Interview vom 14. März 2024, in dem die Sonnenfinsternis am 8. April zur Sprache kam, berichtete Brandon Biggs, dass er eine göttliche Vision empfangen habe und beschreibt diese wie folgt. Es wird eine neue Welle des Patriotismus geben. Dann sah ich, wie Trump aufstand und ein Attentat auf sein Leben verübt wurde. Die Kugel streifte sein Ohr und kam so nah an seinem Kopf vorbei, dass sie sein Trommelfell beschädigte. Ich sah, wie er in dieser Zeit auf die Knie fiel und begann, Gott zu verehren. Er wurde wie neugeboren. Und ich sah, wie er die Präsidentschaft gewann. Der Herr zeigte mir, dass er im Sommer eine große Verfolgung durch Richter und das Gesetz erleiden würde. Doch diese würden enden und seine Angelegenheiten würden sich allmählich klären und einer Lösung nähern. Und dann sah ich, wie er die Wahlen gewann. Diese Worte sprach er am 14. März 2024 und das Attentat auf Donald Trump ereignete sich am 13. Juli, genau 4 Monate später. Wie konnte er das wissen? Doch damit nicht genug. Er sagte eine schwere wirtschaftliche Rezession in den USA voraus. Eine sehr düstere Zukunft. Die bekannte Hellseherin Desiree Tavares berichtete ebenfalls von Visionen, in denen sie die völlige Verwüstung der Vereinigten Staaten durch einen Angriff sah. Diese Vision bewegte sie dazu, das Land zu verlassen und nach Córdoba, Argentinien zu ziehen, ihrer Meinung nach, bevor es zu spät ist. In einem Interview erklärte Tavares: Ich selbst hatte mehrere Invasionen und Träume, in denen ich von einer Invasion aus der Luft, von Land und vom Meer durch China und Russland erfahren habe. Ich sah, wie die USA vollständig zerstört wurden. Als mögliche Zeiträume für dieses Ereignis nannte sie Ende 2024 oder das Jahr 2025. Außerdem warnte sie, dass das Wasser vergiftet würde und die Menschen unter gesundheitlichen Problemen leiden würden. Man darf nicht vergessen, dass Desiree Tavares als Tarotkartenleserin und Hellseherin für die Weltelite bekannt ist und möglicherweise über die Pläne der höchsten Kreise informiert ist. Wie wir sehen, sind alle ihre Prophezeiungen von katastrophalem Charakter. In Bezug auf Vorhersagen über Trump erinnerte man sich an die Kontroverse um 2 Kinderbücher, die bis 2017 verborgen blieben. Diese Bücher wurden vor über 100 Jahren geschrieben und viele Menschen sehen darin eine Verbindung zu Donald Trump und seinem Sohn Barron Trump. Der Autor, der amerikanische Anwalt Ingersoll Lockwood, veröffentlichte 1889 das erste Buch Reisen und Abenteuer des kleinen Baron Trump und seines wunderbaren Hundes Bulger und 1893 die Fortsetzung Baron Trumps wunderbare Reise unter die Erde. Die Romane erzählen die Geschichte eines deutschen Jungen namens Baron Trump, der auf der Suche nach unterirdischen Zivilisationen seltsame Abenteuer erlebt und immer wieder Schwierigkeiten mit den Einheimischen hat. Der Junge lebt in einem Schloss, das Castle Trump genannt wird, was einige an den heutigen Trump Tower erinnert. Eine ausführliche Darstellung dieser Geschichte ist in einem Video zu finden, das wir vor vielen Jahren veröffentlicht haben. Für viele Menschen verbirgt sich in diesen Zeilen eine tiefere Bedeutung, als es auf den ersten Blick scheint. Zu diesen ungewöhnlichen Zufällen kommt hinzu, dass der Autor nach den Abenteuern von Barron Trump einen weiteren spannenden Roman mit dem Titel
Der letzte Präsident veröffentlicht. Diese Geschichte beginnt in New York City, das von Unruhen erschüttert wird, nachdem Brian die Präsidentschaft der USA knapp vor dem favorisierenden Kandidaten gewonnen hat. Dieses knappe Wahlergebnis sorgt für massive soziale Aufstände und führt schließlich zum Zusammenbruch der amerikanischen Republik. In den Romanen kann man lesen: Große Menschenmengen organisieren sich unter der Führung von Anarchisten und Sozialisten. Das Hotel an der Fifth Avenue wird als erstes die Wut der Menge zu spüren bekommen. Interessanterweise befindet sich der Trump Tower ebenfalls an der Fifth Avenue in New York. Im Roman endet die politische Instabilität schließlich mit der Zerstörung der Kuppel des Kapitols durch eine Dynamitexplosion, die das Ende des Präsidenten besiegelt. Könnte dies eine Parallele zum Ende der Präsidentschaft von Donald Trump sein? Am Schluss des Romans steht: Die zerstörte Kuppel, glorreich selbst in ihren Ruinen, ein einziges menschliches Auge, erfüllt von einem teuflischen Glanz, blickte lange und intensiv hin, und dann war ihr Besitzer gefangen und verloren in der Menschenmenge, die das Kapitol umgab. Doch es gibt noch eine weitere Theorie. Einige vermuten, dass Donald Trump eine Art Zeitreisender sein könnte. Diese Idee basiert nicht auf bloßen Spekulationen, sondern darauf, dass Donald Trumps Onkel John Trump Wissenschaftler am MIT war und nach Nikola Teslas Tod dessen geheime Dokumente untersuchte. John Trump behauptete, in Teslas Unterlagen sei nichts von Bedeutung zu finden und bezeichnete Teslas Arbeiten als eher philosophisch und spekulativ. Doch viele bezweifeln diese Aussage und vermuten, dass John Trump möglicherweise Wissen über Zeitreisen für sich behielt, Wissen, das schließlich auch an seinen Neffen Donald Trump gelangt sein könnte. In Bezug auf die Romane von Ingersoll Lockwood könnte man annehmen, dass es sich lediglich um Zufälle handelt, dass einige Elemente mit dem Leben von Donald Trump in Verbindung gebracht werden. Schließlich gibt es in den meisten Punkten keine wirkliche Verbindung. Dennoch lassen sich einige überraschende Übereinstimmungen erkennen. Vor diesem Hintergrund haben sich zwei Ansichten herausgebildet. Die einen vermuten eine verborgene Verschwörung, während die anderen das Ganze als reine Spekulation betrachten. Heute wissen wir jedoch, dass Prophezeiungen genutzt werden können, um weltweite Ereignisse zu beeinflussen. Denn wenn wir an sie glauben, lenken wir gemeinsam unsere Energie in diese Richtung und gestalten damit die Realität. Das wachsende Bewusstsein in der Bevölkerung erschwert es jedoch den verborgenen Mächten zunehmend, das Schicksal der Menschheit zu kontrollieren. Die erstaunlichen Parallelen zwischen Lockwoods Roman und der heutigen Zeit werfen die Frage auf, ob Geschichten einfach nur zufällige Übereinstimmungen sind oder doch solche Hinweise auf tiefere Zusammenhänge geben. Während einige darin eine versteckte Bedeutung oder sogar eine Verschwörung vermuten, sehen andere nur reine Spekulation und Zufall. Am Ende bleibt die Frage offen: Sind solche Übereinstimmungen nur bedeutungslose Zufälle oder verbergen sie einen tieferen Sinn? Das Urteil liegt letztendlich bei jedem Einzelnen, aber das Bewusstsein über diese Zusammenhänge lässt uns vielleicht etwas kritischer und wachsamer auf die Zeichen der Zeit blicken.